Das scheint ein größeres Ding zu sein hier. Zumindest mal ringsrum sehr gut bewacht. So, dann sag mal, was du zu sagen hast. Da drüben, genau, da will ich hin. Erzähl mal. Come, come, crazy eyes. I read your soul has ill will for these scrotus minions. You think you only reach their fort from the bridgement, but no. You can also use zip-zap line and sail down there to slay. They need a lesson in losing. Okay, ich kann da über ein Seil rein. Der Haupteingang kann über eine verteidigte Brücke erreicht werden. Mach dir dein Leben etwas leichter und nutze die versteckte Seilrutsche, um das Lager zu betreten. Zusätzliche Informationen. In der Sackgasse im Lager befindet sich ein historisches Relikt. Es hängen einige Treibstofftanks an Kränen. Belohnung, Informationen im Logbuch gespeichert. Seilbahn. Ja, aber um die zu sehen, muss ich ja schon erstmal in die Nähe des Lagers. Schauen wir mal, ob wir da eine Seilbahn sehen. Ne, ich muss da... obwohl muss ich eigentlich nicht, ne. Da unten ist kürzer. Wie sieht es eigentlich mit Energie aus? Vielleicht. Ja. Vielleicht sollte ich mich vorher noch mal ein bisschen betrinken. Ah, okay. Harpune kann ja nicht viel machen. Vielleicht kann ich das um Munition vom Donnerstecher. Donnerstecher. Vom Donnerstecher zu sparen, irgendwie per Hand. Sieht man nicht so aus, als könnte ich das so lösen. Dann muss ich das halt doch mit dem Donnerstecher machen. Bisschen Abstand. So was nicht selber Schaden zufügen, ne? So. Wieso jetzt nicht? Ziel doch drauf. Vorher konntest du doch drauf ziehen. Wieso machst du das jetzt nicht? Tja, das ist jetzt mal krass. Kann ich nur das eine wegschießen oder wie oder was? Hä? Ja, das scheint dann wohl so zu sein, ne? Also unbedingt noch mehr Munition verschwenden will ich jetzt auch nicht. Wir können allerdings den Tank da mal wegmachen. Und das Ding da auch. Und dann gibt es hier eine Seilrutsche. Die wird wohl da oben sein. Wie es für mich aussieht. Wie komme ich denn da hoch? Fahren? Oder klettern? Ich gucke, ob da vorne eine Leiter ist. Ja, dann fahren wir halt irgendwie den Berg rauf. Also irgendwie muss ich dann da oben hinkommen. Und da es keine Leiter gibt, kann ich es ja eigentlich nur noch mit dem Auto schaffen. Beziehungsweise laufen könnte ich auch, aber das dauert ein bisschen lange. Beziehungsweise ich muss jetzt auch erstmal abchecken, wie das jetzt hier am besten zu machen ist. Weil hier sieht es mir erstmal so aus, als würde ich zuerst mal wieder runterfahren. Weil ich will ja auf den Berg. Das wird wahrscheinlich, so wie es für mich aussieht, über Umwege passieren. Möglicherweise hier.
Ja, sieht sogar verdächtig so aus, als wäre das der richtige Weg. Der nicht wirklich. Aber das hier könnte es sein. Ich werde hier wahrscheinlich mit dem Auto aber gar nicht so weit kommen. Nee. Aber ich glaube, das ist richtig hier. Seilrutsche. Ja. Ich tank mal noch ein bisschen Energie auf. Ich werde jetzt gleich keine Zeit mehr haben. Oh, Schuss. Munition. Schön. Ah, wieder Sniper. Also ich glaube, mit dem Sniper gewinne ich inzwischen jeden Krieg. Okay, da hat es noch einen Warcrier. Da hat es, wenn ich das richtig sehe, sogar zwei Warcrier, wenn nicht sogar noch mehr. Da hätte ich ja fast sollen versuchen. Ja, ich komme mit dem Auto ja eh nicht her. Aber eh kein... Ich habe kein Snipergewehr, aber ich... ja, ich habe Fernrohr, das ist... Ja, das ist ein Warcrier, definitiv. Da ist Schrott. Da hinten, das ist auch nochmal ein Warcrier. Zwei von denen, ey. Das könnte schon lustig werden. Die muss ich auf jeden Fall versuchen, vorher auszulöschen, bevor ich mich da reinbegebe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mich der Erste nicht gleich sieht hier vorne. Okay, der macht jetzt mal Alarm, schätze ich. Doch nicht? Okay. Ich versuche mich jetzt mal leise hier... Naja, leise, mehr oder weniger. Hier nach vorne zu tasten. Und zu gucken, dass ich dem Warcrier vielleicht, bevor er loslegen kann, irgendwie ein bisschen Schrot in die Fresse hauen kann. So, jetzt habe ich eigentlich zumindest mal ein paar von euch aus dem Weg geräumt. So. Sogar noch ein Schuss übrig. Ich hoffe ja mal, dass ich jetzt demnächst wieder Munition finde. Oh, meine Sekundärbeleuchtung. Muss ja nicht sein. Das da sollte ich noch abstellen. Da gibt es ja schon was zu futtern. Das brauche ich allerdings gerade nicht. Da ist ein Transfertank. Ah, ist er gerade hier. Werde ich sofort erledigen. Einmal. Dann gibt's das Rot. Hier irgendwo noch ein Warcrier. Den muss ich. Wo ist er denn? Den habe ich jetzt vorher nicht erwischt. Aber ich habe jetzt gerade auch keine Munition mehr. Okay, der ist in der anderen Richtung. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht finde ich bis dahin wieder Munition. Nee, das ist ja der Bereich, zu dem ich reingekommen bin. Muss ich versuchen. Vielleicht kann ich das nach dem werfen. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich aber auch noch ein, zwei Schuss Munition vorher. Irgendwo habe ich doch gerade so ein
Protoss-Siegel gesehen, oder nicht? Naja, werde ich schon nochmal finden. Schrott ist wichtiger. Da ist schon mal Wasser, das gefällt mir auch sehr gut. Das fülle ich mir auch so gleich auf. Würde auch gerade so reichen, wird nicht mal ganz voll. Aber fast. Da ist ein Tank. Da ist ein Relikt. Ui, das ist aber nicht schön, du. Nett, das muss auf die Titelseite. Überschrift: Angesichts der andauernden Krise stürzen die Stadtbewohner sich zum Überleben auf alles, was verfügbar ist. Katzen, Hunde und Taubenfleisch erzielen auf den Märkten am Stadtzentrum hohe Preise. Ne? Luxuries. Ja, heute fressen sie Maden, ne? So, wo war der Tank? Da. Da? Da? Ja, das ist Tank. Nein, 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 du sollst es fallen lassen! Du sollst ihn fallen lassen! Also merken, niemals neben einer Leiter einen Benzinkanister anzünden. Aber es hat ja funktioniert, wir sind nicht mal allzu sehr verletzt, also jeden anderen hätte es jetzt in 1000 Stücke zerrissen. Aber unseren guten Max nicht. Der ist ja gepanzert, ne? Aber wenn jemand mit den Fäusten kommt, dann wird's schwierig. Da ist mir auf jeden Fall nach wie vor der nächste Warcryer markiert. Interessant. Da ist das Scrotus-Siegel. Da wollte ich eigentlich hin. Theoretisch, mehr oder weniger. Wie komme ich denn da hin? Da hinten rum, glaube ich. Nee. Obwohl, wenn ich hier reingehe und irgendwie ein bisschen im Kreis laufe. Wartet. Ach so, ich habe ja nicht mal... Ich habe ja nicht mal Schrott. Munition, so dass ich euch den Kanister, den ich euch vor die Füße werfe, explodieren lassen kann. Alles klar. Ich mach das anders. Ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Ich trinke erstmal aus. Ja, also kommt mal einer nach dem anderen hier, los. Na, kommt doch her. Ihr Feiglinge. Der verdammte Warcryer da oben, der regt mich so auf. Aber noch ist er nicht am Trommeln. Wenn ich jetzt irgendwie noch Munition herkriegen würde, dann könnte ich den wenigstens vorher noch wegschießen. Vielleicht kriege ich hier oben noch irgendwas. Da ist auf jeden Fall nochmal Schrott. Vielleicht kann ich ja diese Axt nach ihm werfen irgendwie. Kanisterchen. Das ist natürlich... Wenn ich jetzt sehen würde, wo die Kameraden stehen, die sind unterhalb des Warcryers. Ah, da ist Munition. Das habe ich dann nebenher auch erledigt. Nehmen wir jetzt noch den Schrott. Ja, Kanister. Ich würde es auf alle Fälle mal probieren. Wenn ich hier oben bin, dann kann ich vielleicht ein bisschen planen.
da? Schrott. Ja, da hätte ich jetzt mal einen Schuss, ne? Nein! Naja. Ja, jetzt komm schon, ich will den Warcrier da weg haben. Der lässt sich nicht treffen, na, was ist denn da los? Oje, 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 jetzt, das ist jetzt wieder so eine typische Kampfsituation, jetzt kommen sie von allen Seiten. Und dann sollte man noch im richtigen Moment Dreieck drücken. Aber halt, die Gesundheit hat gelitten, ne? Also gleich erstmal einen Schluck trinken hier. Und gleich wieder nach Wasser Ausschau halten. Jetzt kann ich nur hoffen, dass nicht gleich wieder so eine Menge Leute kommt. Der Warcry ist auf alle Fälle noch da. Also mit dir rede ich auf die gewohnte Art, wie du mich kennst, ne? Was denn passiert? Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt hätte ich mich selbst gerichtet gerade. Das wäre ja lustig gewesen. So, da ist jetzt das Siegel, welches ich gesucht habe. Beziehungsweise welches ich schon gesehen habe, aber was ich nicht wirklich erreichen konnte. Na jetzt, was ist denn jetzt hier los? Du sollst das da aus der Kiste nehmen, bitte. Das aus der Kiste. Schön. Zwei von zwei. Habe ich schon alle. Gut. Dann ist jetzt noch ein Schrott irgendwo. Der muss ja theoretisch schon hier irgendwie. Aber hier geht es, glaube ich, ins Freie. Hier sind auf alle Fälle noch Transfertanks. Da muss ich natürlich sagen, die muss ich wegmachen. Anders geht's nicht. Da komme ich nicht wirklich hoch. Ich hoffe mal, dass es reicht, wenn ich das hier hinstelle. Jupp. Und dann muss noch irgendwo was sein, das ist wahrscheinlich das hier. Ja. Dann haben wir das auch erledigt. Alles gefunden, supi. Okay, dann gucke ich jetzt nur mal so spaßhalber, wie es denn in meiner Oh ja, da gibt's einiges. Gigantischer V6. Okay. Das ist ein langer Weg bis zum V8. Was haben wir denn da? Mini aus. Mini aus. Ja, wo sehe ich denn? Ah. Die sehe ich erst, wenn ich sie ausrüste, oder? Na okay, ist jetzt erstmal nicht so wild. Ich könnte neue Reifen draufziehen, die kosten 600. Reifenhaftung um 15% gesteigert. Ob wir das jetzt unbedingt brauchen? Mir ehrlich gesagt wäre Panzerung lieber. Aufhängungshöhe. Und den Schutz des Fahrgestells um 25%.
Ach nee, das hier will ich. Schutz des Fahrgestells um 40%. Reparaturgeschwindigkeit erhöhen. Oh. Und nach wie vor der Sniper. Das könnte ich jetzt auch wieder verbessern. Aber ich komme gar nicht so oft dazu, das zu benutzen, als dass diese Verbesserung für mich merkbar wäre. Upsala! Oh nein. Wo bin ich? Nee, geht ja gar nicht. Also hier, irgendwie ist ja schon noch mein Video hier, Kerle. Geh mal weg. Also nicht ganz weg, aber mach dich mal nicht so breit. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Mir geht's super, um zu fahren, Junge. Mach dir mal keine Gedanken, die ich eventuell zu meinem Vorteil nutzen könnte. Ich glaube, damit könnte ich mich doch ein Stück weit in eine gute Richtung entwickeln. Und stopp! Something I have to do here. I'll just wait here with my able hands. Hallo? 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 Nicht festhängen. Nicht festhängen. Ach bitte. Was ist denn jetzt hier los, sagen? Gehe ich da durch. Da gehe ich halt durchs ganz große Tor, wenn du zu fett bist. Mein Gott. Hallo, Griffer. Du hast dich nicht bewegt seit der letzten Session. Ja, eigentlich ja schon, aber ich treffe dich genau hier wieder. I'll help you find what you seek. But first, answer me this. What? The other ones that you don't kill. Who are they to you? I use them and they me. If there's no game, what's the use? What's the use? I'm asking you that, but you have no answer, have you? Yet it's very clear. Okay, habe ich denn jetzt einen Legendenrang dazu gewonnen, wie ich das vermute, wie ich das hoffe? Immer noch Radbringer. Und ich sollte Sandkönig sein. Was muss ich denn tun, um Sandkönig zu werden? Sag mir das mal einer. Da muss ich mir auch noch ein bisschen mich durch die Gegend prügeln, glaube ich. Okay. Kann ich jetzt hier unten irgendwie abkürzen? Nee, ist keine gute Idee. Ah, da kommt ein Gegner, aber ich glaube, den interessiert das nicht, dass mein Wagen da steht, solange ich nicht drin sitze. Ah! Ja, komm! Oh, ist das so kurz. Komm her, Junge! Ja, sag mal. So einfach ist das. Wollen wir gar nicht drüber reden? Kein Sandsturm. Ich möchte keinen Sandsturm. Ich mach mal Schnellreise zu Gutgash. Ich glaube, irgendwas hatte ich da gesammelt. Vielleicht um irgendwas bei ihm zu vervollständigen. Also etwas zu basteln. Waffenkammer kann gebaut werden. Ja. Ja gut, das steht die ganze Zeit schon da, dass die Waffenkammer gebaut werden kann.
oder? Ich schau mal. Was haben wir da? Ist das die Waffenkammer? Madenfarm. Nö. Sieht alles gleich aus hier. Das ist auch keine Waffenkammer. Kleiner Vorrat. Hier, bitteschön. Mache ich jetzt einfach mal so. Das ist bestimmt von gigantischem Vorteil. Ist auch nicht mehr geschraubt, hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Ja. Ah. Okay, danke sagt keiner. Sammle 10.000... Was? Ich soll jetzt... Oh, ich habe wieder schon wieder ein Griffer-Zeichen. Ist doch schon mal gar nicht schlecht. Kann ich ja bald wieder hingehen. Also, dann schauen wir uns doch mal um bezüglich der Waffenkammer. Schrottcrew? Warte, Schrottcrew? Schrottcrew? Die wäre mir wichtig. Da habe ich ja gar nichts von. Null von eins. Ach so. Ach komm, da gehen wir doch mal hin. Wir wollten ja da eh mal so spaßhalber Richtung Gastown. Da mache ich jetzt mal eine Schnellreise hin. Dann wird das Auto auch gleich wieder vollgetankt. Madenfarm-Bauprojekt verfügbar. Ja, heißt verfügbar, dass ich es fertigstellen kann, oder? Ah ja. Die Spähkrew brauche ich ja, damit die mir die Schrottteile bzw. die Bauteile für verschiedene Sachen auf der Karte markieren können. Und zwar alle, glaube ich. Madenfarm. Ja, das möchte ich jetzt gerade nicht. Ich versuche es jetzt mal erstmal bei dem Teil da oben, was ich mir markiert habe. Das wäre das da, genau markiert ist es schon. Da ist Griffer. Gut, wegen einem Siegel brauche ich jetzt nicht zu Griffer. Wie meine Unterweltmission. Die haben mich schon wieder also sowas von im Visier. Jetzt muss ich aus dem Auto wieder raus. Leute. Jetzt bin ich nämlich sauer, Leute. Das wolltet ihr eigentlich auch nicht, ne? Was? Was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? 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 Ja, ja. Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich hier auch noch eingeklemmt. Jetzt verfolgen die mich wieder mit Autos. Na komm her. Yeah!
Wo ist er? Wo ist er? Na komm! Noch jemand hier? So, das war easy. Das war super easy jetzt. Warum denn vorher nicht geklappt? Weil die sich nicht aus ihren Autos trauen immer. Ich kann das Messer nicht nehmen. Warum ist das so? Wäre ich auch wurscht. Nehmen wir erstmal die Beute. Schrot, Flinten, Patronen. Was hat der für mich? Der hat Schrott. Ist das richtig? Ich wollte gerade sagen, seit wann habe ich denn hier eine Ego-Perspektive? Oh, da ist auch noch was unten. Da muss noch irgendwo ein Schrottchen sein. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn dahin? Das muss mir mal einer erklären. Ist da irgendwo eine Leiter? Die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe? Bloß nicht runtergehen da, ey. Ja, ich gehe einfach mal hier hoch. Nehmen wir das. Da ist er, der Schrott. Muss mehr sein. Noch ein Schrott-Crew-Teil, genau. Oder was auch immer das für eine Crew war. Späh-Crew, ja. 1 von 1. Die ist interessant. Die sollten wir fast direkt ausrüsten gehen, auch im Lager. In der Festung. Da hätten wir nämlich sogar was davon. Hier geht sogar noch ein Nummerchen höher. Da bin ich ja hergekommen, ja. Dann geht es doch nicht höher. Hier liegt noch was rum. Donnerstecherladung ist super. Kann man immer hier brauchen. Und dieses Messer liegt halt da. So, ihr seid ja nun alle weg. Ja, wo ist mein Auto? Da. Der interessiert mich jetzt nicht, der Mighty Duster. Wir gehen nämlich direkt zu Deep Fryer. Wo ist denn die Späh-Crew? Die müsste da hinten gewesen sein. Wie viel Schrott habe ich gerade bei mir? Nur um es mal... 257. Da könnte ich ja fast das Ding hier auffüllen. Fehlt nicht mehr viel. Alle Suchbereiche markiert. Das heißt, da müsste jetzt eigentlich sehr viel Zeug auf der Karte sein. So viel ist dann doch nicht. Wieso brenne ich? Wieso brenne ich? Was soll das? Hört auf damit! Gut. Jetzt mach ich mir mal den Spaß und fahre da einfach mal zu Gastown hinter, weil ich gehe davon aus. In dem bisschen Zeit, das ich mir jetzt noch hier gesetzt habe, schaffe ich großartig sowieso nicht mehr viel. Also zumindest mal keine größere Prügelei an irgendeinem Transfertanklager. Sieht aber im Großen und Ganzen gar nicht mal so übel aus jetzt, ne? Finde ich. Also das kann sich natürlich von jetzt auf gleich schlagartig ändern. Aber ich bin schon mal da, wo ich eigentlich hin wollte. Tatsache, ich hab's geschafft. Das ist ja unfassbar. Stay put. I'm gonna look around. Don't forget. The outcry. The race. People do forget here. Wo sind wir denn hier?
Ich bin in Gastown. Also ich weiß, dass ich in Gastown bin, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da unbehelligt mehr oder weniger reinkomme, also... Jetzt müsste hier eigentlich der Punk abgehen, wie sonst was. Was haben wir denn da? Oh mein Gott, ist das mein Frauchen, das da mal entführt wurde? Hallo! Das ist sie, oder? Ich glaube ja. Die der eine Typi da mal mitgenommen hat. Oh mein Gott, jetzt kann ich hier jede Menge Aufgaben erfüllen. Was heißt jede Menge, aber... Eine davon wäre schon mal eine Story-Mission. Wer bist denn du? Hallo? Oh mein Gott. Aber ich fürchte, ich kann eigentlich nichts. Also rein zeittechnisch kann ich leider heute gar nichts so Großes mehr beginnen. Gut, ich denke mal, dass es hier gespeichert hat. Also selbst wenn ich jetzt was anfange und nicht zu Ende bringe, dann kann ich zumindest mal beim nächsten Mal hier weitermachen. Das ist ja unfassbar. Hier ist ja richtig cool. Und ich habe gedacht hier, bevor ich überhaupt in die Nähe von Gastown gehe, muss ich erstmal sowas von aufgemotzt sein. Kara und Max. Aber so schlimm scheint es gar nicht zu sein. Bis rein komme ich mal, aber wahrscheinlich... wird es erstmal nicht arg viel weitergehen. Betritt die Unterwelt, ja. Da bin ich jetzt gerade im Begriff, das zu tun. So viel Zeit habe ich noch, einfach mal in die Unterwelt zu gehen. Ich muss nur die richtige Richtung finden. Also es sieht aber auch schon so aus, als wäre ich schon in der Unterwelt. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich da noch weit bis habe, bis ich da bin. Heieieiei. Oh, Schrott! Nehme ich natürlich auch mit, wenn ich schon mal hier bin. Hallo. 23, das ist eine gute Menge. So. Ja, jetzt muss ich dann... So wie es aussieht, hier weiter. Ja. Okay, das geht ja irrsinnig weit. Ja, sage mal. Aber jetzt scheint es ja wirklich demnächst mal soweit zu sein. Kann ich da durch? Nö. Ja. Oh, guck mal, ein Relikt. What the hell is that? It looks like shit. Ich hoffe, sie haben das weggebombt. Diese Skulptur verkörpert die Essenz der postmodernen soziopolitischen Schichten sowie die innere Landschaft eines städtischen des städtischen Außenseiters. Sie drückt unser Bedürfnis nach Geborgenheit in einer zunehmend feindseligen Welt aus und stellt dabei auch eine wütende Predigt über die Notwendigkeit von Demut dar. Oh, once a world of critics. I wonder how I would be judged today. Ich finde immer noch, sie sieht aus wie Scheiße. Naja. Hallo. Ach, ich fühle mich hier irgendwie wohl. Ich weiß auch nicht. Also, ich hätte jetzt gedacht, bevor ich hier überhaupt mal reinkomme, muss ich mich durch Hundertschaften von Gegnern erstmal durchprügeln, das Fahrzeug aufmotzen, bis es so dicken Stahl außen dran hat und was weiß ich was. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, wahrscheinlich da unten. Nur auf einer anderen Seite. Hä? Ah, hier, guck mal. Ist ja auch noch an. Hä? What?
wo denn dann? Hä? Hilfe! Ja, ich gehe erstmal wieder hoch. Bringt ja nichts. Ach, guck mal. Machen wir das doch. Ja, hallo. So, betritt die Eingeweide. Ich gehe erstmal in die Kiste hier. Achso, da liegt der Schrott. Wasser. Okay, was? Da ist auch noch ein grüner Punkt. Achso, das ist wahrscheinlich der von vorher. Hier komme ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter. Nein. Dann schicke ich mich an, die Eingeweide zu betreten. Ja. Tödlich. Also muss Max alle Gasventile öffnen, um den Gasstrom umzuleiten, bevor es ihn tötet. Habe ich jetzt hier ein Zeitlimit, oder was? Okay, also ich muss hier irgendwelche Ventile. So wie es aussieht. Öffnen. Ich weiß nur nicht, wo die sein sollen. Auf jeden Fall, bevor mich das Gas hier tötet. Und es zehrt permanent an mir. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt die richtige Richtung gewählt habe. Sind die Gasventile da unten oder muss ich da eventuell doch woanders hin? This place is a dark maze. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Aber die blauen Symbole zeigen mir höchstwahrscheinlich die Orte an, an denen die Ventile sind. Aber das ist nicht so wirklich, offensichtlich gerade hier, also. Hä? Boah! Alter, verrenn dich mal nicht hier. Relikt? Ja gut, wen interessiert das jetzt, das Relikt? Ich sehe, es sieht so aus, als käme ich einem der Ventile näher. Ist ja gut, Junge. Schon mal eins. Someone wanted to stop the flow of gas. Wo soll denn das nächste sein? Da muss ich tiefer, so wie es aussieht. Aber die sind ja ziemlich... Hallo? Die sind ja ziemlich gut versteckt. Da kommst du ja nicht hoch, Junge. Was ist denn du los? Ja, das ist... Alter, wo soll denn... Wie lange soll ich denn hier suchen? Ich habe nur eine grobe Richtung, aber keine... So eine wirkliche Hilfe sind die nicht. Okay, also ich kann mir zumindest mal helfen, indem ich nehme ja immer wieder mal was trinke. Ich fürchte aber, dass ich gerade jetzt die falsche Richtung eingeschlagen habe. Jetzt könnte es schon wieder richtig sein.
Ja, es sieht gar nicht mal so übel aus. Da ist schon mal wieder eins. Schon fertig. Ich dachte, es wären mehr. Ja, gut. Soll mir recht sein. Eingeweide wieder verlassen. Okay. Ich habe leider keine Karte von der Unterwelt. Aber es sieht so aus, als würde die Richtung hier mal einigermaßen die richtige sein. Das Gas wieder durch die Rohre und versorgt Deep Fryers Zündflamme. Er kann mit seinen Predigten fortfahren. Klasse! Neue Vermessung für den Donnerstecher. Ja. Eine neue Ödland-Mission hat er für mich. Ja Mensch, jetzt geht's hier ab. Und ich habe mich die ganze Zeit gefürchtet hier. Ich rufe erstmal mein Auto. Nee, mein Auto. Komm mal her, Kid. Here I am. Drop me like a hurricane. Okay, ich gehe zu Deep Fryer. Ich könnte auch... Nee, ich gehe zu Deep Fryer. Weil ich mache dann nämlich auch Schluss für heute. Yo. Okay, das ist jetzt an der Stelle der Speicherpunkt. Das ist Wunderbärchen. Und ich werde an dieser Stelle so ziemlich exakt im nächsten Video bzw. im nächsten Livestream dann weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend oder Tag oder wie auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr auch immer das anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.